Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei Parkosaurus, zweite Angespielt-Folge. Wir haben unseren kleinen Stegosaurier und haben jetzt gerade einen zweiten dazu gesetzt, weil es ist ja ein Rudeltier und deshalb braucht er noch ein paar Freunde. Angeblich haben wir jetzt auch alles gelernt, was wir so wissen müssen über das Menschen eines Parks. Ich bin mir nicht so sicher, weil die Bank ist zum Beispiel geschlossen. Edelsteine können wir anscheinend kaufen. Frisches Fleisch kaufen. Wir machen mal hier. Na, mach das mal zu. Ach so. Wir können dann bestimmen, wie viel Pflanzen wir täglich kaufen, damit wir es halt nicht manuell machen. Taludra wird durch den Mangel an Privatsphäre überwältigt. Aber wie soll ich ihm mehr Privatsphäre gewähren? Keine Sichtbarkeit hinter Betonzaun. So, checken wir erstmal das Expeditionsteam. Oh mein Gott, man kann Geld finden. Vor allem, was für 6 Gegenstände sollen denn hier noch verbleiben? Wir haben doch eigentlich jetzt die Sachen ausgebuddelt. Ein Minmi. So, der unvollkommene Diamant, das sind ja die 500 hier vorne bei Edelstein. Und wie sieht's aus mit unserem zweiten Ding? Noch gar nichts. Erreiche Rang 3. Also irgendwie haben wir jetzt den ersten... das erste Upgrade bekommen. So, Abrisstool. Entfernen Sie Pfade oder Teils. Objekte löschen. Ich mache jetzt ein bisschen das Gehege durch mit dem Betonzaun, damit sich unser kleiner Dinosaurier jetzt nicht total überlastet fühlt ständig. Sondern sich ein bisschen, ja, zurückziehen kann auch mal. So, da kommt der zweite. Und der zweite weint direkt. Wow! So, das Biom ist gesund. Den Realismus des Geheges steigern. Attraktivität. Hugo und Talula. Auch schön, dass die Dinosaurier alle eigene Namen haben. Forschungspunkte, Denkmal Pack 1. Zuckerprinz, Eiscreme. Was haben wir denn hier? Intelligentes Wasser. Wissenschaftsstufe 1. Und hier können wir doch eigentlich schon diesen Ceratops suchen. Ob ich später weitere Portale freischalten kann, weil das hier sind weniger, als in dem Shop angezeigt werden für die Eier. Oder ich kann unterschiedliche Sachen. Also der Kentosaurus wird zum Beispiel mit Stegosaurus-Schädeln freigeschaltet. So. Gesellschaft ist 80%, Unterhaltung ist okay. Privatsphäre ist immer noch kacke. Und jetzt schlafen die Kleinen. Da sollten wir mal das eine oder andere aufbauen, um die Leute zu unterhalten. Toilettenhäuschen. Sorgt für Erleichterung. Rangbelohnung, Graben, Ticketverkäufe. Und 2 verdiente Herzchen.
habe jetzt eigentlich einen weiteren. Es ist Donnerstag, es ist Frühling. Ballonshop. Verkaufe die abgefahrensten Ballons. Ich versuche jetzt nicht alles total gleich aussehen zu lassen. Da ist der Preis. Ballonmagie, magischer Staub. Ach so, das? Du machst so gesehen Upgrades für die unterschiedlichen Shops und der magische Staub sorgt dafür, dass sich die Dinosaurier nicht so stark beobachtet fühlen. Essen wird gekauft von Stadt. Anscheinend kaufen die Sachen auch bei den Läden. Jetzt hat er so einen kleinen Stegosaurier-Ballon. Wandtanz. Ich weiß nicht mehr, was Wandtanz sind. Aber sie scheinen köstlich zu sein. Zuckerwatte enthält Atommüll. Wen interessiert das? Köstlich. Präsentation. Achso, da kann man einen Wissenschaftler übrigens einsetzen und der unterrichtet Besucher, die da sind. Ausgraben. Ich muss ein bisschen so an Minesweeper denken. Das war's. Keine Werkzeuge. Triceratops. Erstellen. Weiß ich denn vorher schon, was der Triceratops für ein Biom braucht? Ach, ich wollte eigentlich auch einen Wissenschaftler einstellen. Mal rüber zum Büro. Oh nein, das Dinopedia ist noch nicht implementiert. Und es gibt anscheinend Wetter. Dinobook. Sind das die Ränge mit Belohnungen? Anscheinend. Und ja, es ist wirklich ein Blick aus dem Fenster in unseren Park rein. Wir haben zurzeit keine Aufgaben, ist ja noch Early Access. So, Mitarbeiter. Du bist, glaube ich, der Neue. Dann geh doch mal hier hin, unterrichte die, also das Publikum. Die Ballons. Dann können wir hier ein bisschen auch die Farben verändern. Falls wir so eine gewisse Parkfarbe nachvollziehen. Wir können natürlich auch Bäume draußen setzen. Das ist alles nur testweise. Übrigens schön, dass das Objekt sich ein bisschen verändert. Es sind keine Nahrungsmittel in den Futterträgen verfügbar. Ja, wir arbeiten dran. Gemüse.
Deshalb scheinen die Leute ein bisschen angepisst zu sein. Was verkaufen wir hier? Schrimpstaschen. Blah. Schweinetaschen, Hähnchentaschen, Kürbistaschen. Und die kosten 50 Cent und werden für 10 Dollar verkauft. Ja, da ist natürlich genau das, was man sich so vorstellt im Verkauf von Lebensmitteln. Dann scheint das Ausgraben auch noch nicht perfekt, weil wir haben jetzt mit zwei Wissenschaftlern schon die Möglichkeit, sag ich mal, so gut wie das gesamte Gebiet aufzudecken, ne? Wir decken so das ganze Gebiet auf und es sind angeblich... Achso, man kann tiefer buddeln! Ach krass, das sind mehrere Schichten. Und ich glaube, wenn die solche Punkte beim Kopf haben, wollen die gerade spenden. Gehege. Ein Unterschlupf für kleine Dinos, schützt vor Kälte und bietet die Möglichkeit zum Schlafen. Und das schützt auch davor, gesehen zu werden. Also sie haben dadurch Privatsphäre, was zurzeit halt nicht möglich ist in meinem Park. Ja, ich möchte gerne das Öl wegschmeißen. Upsala. Merkwürdiges Abreißtool. Man muss die Sachen erst markieren und dann löschen nochmal bestätigen. Ich komme mir vor wie in Windows. Wollen Sie das jetzt wirklich löschen? Vielleicht. Und hier oben können wir die Breite des Wegs bestimmen. Bauen wir mal unser neues Gehege. Da wird auch angezeigt, damit wir das richtig verbinden, so ein Pseudo-Gehege nach da. Oh nein Gott, Leute verlieren Luftballons zwischendurch. Zum Glück. Dann kaufen nämlich neue. Wir brauchen eine Tür. Triceratops, ein Pflanzenfresser aus der Familie der Ceratops. Muss ich jetzt raten, was für ein Binom der braucht? Geländetyp Gras. Biom Regenwald. Ah ne, es steht beim Ei dabei. Okay, Tagwechsel ist jetzt natürlich ein bisschen nervig, wenn man gerade was macht. War ein bisschen schmutzig. Sie können zu bereinigen wollen, die Styofam-Container aufstellen. Ich denke mal, er meint Mülleimer. Zu viele Leute sind um Hugo. Die Wasseransicht zeigt dir die Feuchtigkeit in deinem Gehege an. Du kannst sie durch die Werkzeugleiste am unteren linken Bereich aufrufen. Privatsphäreansicht. Privatsphäreansicht zeigt dir die Feuchtigkeit in einem Gehege an. Du kannst sie durch die Werkzeuge... Nein, das ist falsch, der Infotext. Er zeigt mir wahrscheinlich an, wo die Dinos zum Beispiel nicht gesehen werden. Herr Flick, stellt sich doch heraus, diese Apfelbäume waren in Wirklichkeit Gummibäume. Verkauf Ballons. Nationaltag der Ballons. Ach, da ist die Privatsphäre-Anzeige. Davor haben die keine Privatsphäre, dahinter schon. So wie hier. Und da ist die Feuchtigkeitsanzeige, also wie nass ist die Region. Das ist natürlich komplett trocken. Hier locke ich die Viecher natürlich auch mit Futter ran. Terrain. Gras, Sand, Schlamm. Nee, das wird ja auch Gras.
So, dann sehen wir schon mal, dass das ein Waldgebiet ist. Wir wollen aber mehr Feuchtigkeit, dass das zum Regenwald wird. So, Regenwald. Au. Ah, knack, knack. Okay, wir brauchen nur 3 Bäume. Wahrscheinlich, weil das Gebiet so klein ist. Aber wir können auch Steine im Wasser setzen. Wir keine Nahrungsmittel vorhanden. Stellen wir mal 6 pro Tag. So. Ei wächst. Was willst du machen? Wir können nochmal Portal öffnen. Und losziehen. Quark. Eine große Eiche ist wirklich groß. Ich glaube, wenn es rot wird, finden sie das nicht so cool. Das ist ihnen egal. Anscheinend ist auch alles immer so gleich viel wenig wert. Alles kostet 50 Cent im Ankauf. Ach, guck mal, unser Stegosaurus ist ein bisschen gewachsen nach 3 Tagen. Das Gehege ist zu klein, baue ein größeres. So, nee, ich baue kein größeres, ich erweitere das erste. Ich glaube, dafür ist diese Absicherung gedacht mit dem Tool, dass man nicht aus Versehen das Gehege aufbricht. So, man könnte da rumgehen. Dann schauen wir mal eben. Toilettenhäuschen. Sieht aus, als wenn es aus der Hölle kommt. Bin kein Fan von den Abmessungen übrigens. So, da sind Mülleimer. Achso, es ist so gedacht, dass der Mülleimer in der Mitte der Straße steht. Dann laufen die, die Besucher außen dran vorbei. Und schmeißen den Müll dann da rein. Mitarbeitergebäude. Kostet auch einfach mal 2000 Dollar. Pavillon. Da können Besucher sich erholen und abgammeln. Sie setzen sich auch wirklich da rein und erholen sich halt. Dann geht ihr Akku wieder auf. Beziehungsweise wird aufgeladen.
So, verkaufe heute 15 Ballons. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, ganz viel muss ich auch freischalten einfach. Schattenpack. Bis spät in die Nacht. Sorgt dafür, dass die Besucher länger im Park bleiben. Also umso länger Licht bleibt. Stone Ash, verschönere einen Park mit Dekorationsobjekten. Die Bilder sind leider auch ein bisschen klein geraten hier. Reklametafel. Wird mehr Besucher anlocken. Ach, hier schaltest du dann die weiteren Dinosaurier frei. Siehst du? Ornithopod, Theropoden, Ankylosaurus. Boah, und kostet einfach mal 30 Herzen. Da musst du aber ganz schön viele Dinosaurier reinhauen. So. Da schlüpft unser kleiner Harley. Triceratops. Ist auch ein Herdentier, wir brauchen noch einen Triceratops. Sonst fühlt er sich so allein und dann ist das Gehege auch wieder zu klein. $1700 verdient. Nächster Tag. Samstag. Es ist Frühling. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Inventaren in Aufbauspielen. Privat überfüllt. Eine Lieferung ist am Eingang angekommen. Ach so, die Nahrungsmittel. Mit Umschalttaste kannst du die Vegetation verdecken. Ich muss ja echt sagen, so interface-technisch haben die schon wirklich ein paar gute Ideen, wo man sich einfach denken würde, in anderen Spielen wäre es eine echt gute Sache. Oh scheiße, ich habe das Biom gar nicht weiter aufgebaut. Das macht die Dinos nicht glücklich. So, jetzt seid ihr wieder happy. Wir müssen jetzt nur ein paar Büsche und sowas noch dazu setzen. Damit ihr wieder zufrieden seid. Man kann es ja nicht anders managen, außer man sagt, man muss halt eine gewisse Anzahl haben von irgendwas in diesem Biom, damit das funktioniert. Das Gehege ist immer noch zu klein. Finde ich aber nicht. Das Gehege scheint auch zu klein zu sein. Also anscheinend brauchen Dinosaurier richtig viel Platz. Komisch. Ach, da ist ein Busch im Weg. Stopp. Didi.
Möpse brauchen nicht so viel Platz. Was? Es bricht aus! Alarm! Aus welchem Grund? Ihr wart doch gar nicht so schlecht drauf. Wahrscheinlich wirklich, weil das Gehege so klein war. Und sie sprengen einfach alles in die Luft. Gugu ist betäubt. Alter! Na, immer man kann die Sachen wieder reparieren. Oh, da kommt das Toilettenhäuschen runter. Ich glaube, Besucher von mir haben Feuer gefangen. Ich bin nicht sicher, warum, aber... repariert Toilettenhäuschen. Okay, es scheint auch eine Aufgabe des Hausmeisters zu sein, alles zu reparieren, was von den Tieren kaputt gemacht werden, wenn sie immer ausbrechen. Da kommt frischer Hausmeister. Trotzdem bin ich nicht 100% sicher, warum sie ausgebrochen sind. Vielleicht war das Gehege eine Zeit lang kein Biom war, also kein passendes Biom. Das hat sie vielleicht ein bisschen verärgert. So, 1400. Wir brauchen ein bisschen mehr Feuchtigkeit an der Stelle. Wie man merkt, es ist schon nicht uninteressant. Aber ich habe mich gerade so ein bisschen drin verloren. Wo ist denn jetzt hier... Da, Terrain, Wasser. So, Regenwald. Dann bitte Büsche. Achso, hier oben können wir übrigens zufällig einschalten. Zufällig 4. Ach so, das sind die unterschiedlichen Variationen von dem einzelnen Ding. Du kannst auch fest auswählen, was für einen du setzen willst. Dafür die zufällige Variante aber interessanter. Und ich finde es schön, dass man das alles auch ins Wasser setzen kann. So, ihr kleinen Stinker. Wollt ihr wieder ins Gehege? Alles sieht gut aus, sehr schön. Machen hier mal keinen Terror mehr wegen dem Gehege. Sehen wir, der hat schon wieder das beschädigt. So, die zwei Leute da wollen spenden. Die wollen immer meistens spenden, wenn die gerade Dinosaurier angeguckt haben. Yeah! Neue Dinosaurier!
So, löschen. Das Biom mit Gras wieder überziehen. Ja, ihr seid traurig, ich weiß, ich kümmere mich drum. Aber ihr wollt Regenwald haben, ne? Eltern du, Geschlecht weiblich, Nahrung, Gemüse. Unheimlich, wie aggressiv der Dinosaurier ist, beißt Menschen. Nee. Ich komme wirklich nur Dinosaurier zu sehen wie Harley. Daumen hoch für das Baby-Dino. Ich habe alle Ketchup-Pack. Jura-Time war ordentlich. Anscheinend funktioniert auch die Statistik hier vorhin noch nicht so ganz. Aber es ist ja nicht so schlimm. Es ist ja Early Access. So. 21 Aussichtspunkte. Da kommt Essen. Greifen die gerade meinen Pflege an? Ach nee. Der Pfleger entfernt gerade die Kacker. Der Veterinärpfleger. Tja, wenn man wüsste, was für Vorteile es hat, wenn die eine gute Persönlichkeit haben. Gehege ist zu klein. Sichtbarkeit. Privatsphäre sieht gut aus. Unterhaltung könnte Spielzeug benötigen, aber Spielzeug habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Käsehut. Feuere das lokale Team an. So, die zieht zum Beispiel mehr Leute an. Mr. Manager. Ein Bananenstand steckt immer eine ganze Menge... Moment, steckt immer eine ganze Menge Geld. Das weiß doch jeder Park-Hasaurier-Spieler. Captain Planet. Mülleimer. Bereitet sie... Moment. Bereiten sie die Hälfte ihrer Abfälle. Whatever. Naja, das war jetzt auf jeden Fall mein Gott, jetzt muss ich ganz kurz nochmal schauen. Parkasaurus. Erstmal in dem angespielt. Sehr interessant. Also die Bedürfnisgeschichte, wenn man sich mit dem Grafikspiel arrangieren kann, wird man auf jeden Fall hier sehr viel Zeit investieren können, um seinen perfekten kleinen Kuscheldinosaurierpark freizuschalten. Und ja, vielleicht, wenn ihr Interesse habt, kauft ihr das Spiel bei Steam. Ist ziemlich interesting. Ich will sagen, nicht cool weil, oder super oder sonst irgendwas, weil dann heißt es wieder, der Proof macht hier komische Werbung. Nein, man sieht ja, es ist schon ziemlich durchdacht. Es ist Early Access und man muss halt jetzt einfach schauen, in welche Richtung der Titel zukünftig geht. Weil wir haben ja gesehen, Dinosaurier sind schon ausgebrochen, nur weil das Gehege zu klein war. Also es ist auf jeden Fall die Pflege der Dinosaurier hier bedeutend wichtiger und schwieriger und größer anscheinend als zum Beispiel bei Jurassic World. Deshalb passt. Besucher zahlen einen höheren Ticketpreis, wenn ein Park an Größe gewinnt. Ja, und hier ist nämlich wirklich der Indikator, dass 11,25 die Grenze sind. Aber hier an den Läden gibt's das nicht. Muss wohl auch noch gemacht werden. So, aber an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen und euer Interesse. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder, wenn es wieder heißt Let's Play oder angespielt oder sonst irgendwas mit eurem Imperator.